Everybody wants clout, but no one wants to work for it. Telling me to give it a rest like a search warrant. You don't see me stop, though. Bars like a top, boy. So, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr schon sehen könnt, habe ich mir eben gerade Call of Duty World War 2 gekauft und die Patches wurden alle runtergeladen und jetzt kann es losgehen. Jetzt gucken wir uns zusammen mal das alles hier an, von Anfang an. Den Trailer muss ich auch als erstes angucken hier. Alles klar. Werde ich nicht tun. Ich werde mir nicht Fortnite runterladen. Okay, ich dachte, jetzt kommt ein Trailer in den Kampf. Ziehen, Leute. Ziehen in den Kampf. Oh mein Gott. Ich bin so gehypt. 22 Seiten. Alles klar, interessiert mich nicht. Okay. Randeinstellungen. Zack. Zack. Helligkeit passiert. Okay. Nicht sichtbar. Aber mal so, passt schon. Oh mein Gott, das sieht so geil aus. Das sieht so geil aus, Mann, das Menü. Okay, ab in den Mehrspieler-Modus rein. Direkt in den Mehrspieler-Modus rein. Das ist das Einzige, was uns hier interessiert. Beziehungsweise mich jetzt interessiert. Oh, Nazi. Okay, verbinden mit Online-Dienst. Die Server müssten eigentlich online sein. Ich hoffe auch, dass sie jetzt auch online sind, nicht irgendwie runtergenommen worden sind oder sonst was. Ein neues Update ist verfügbar. Okay, Neustart. Okay. Okay, wir gehen rein in den Online-Spielen-Modus. Komm schon. Lass mich rein. Bitte lass mich rein. Es lädt. Krass, krass, krass. Ich bin so gehypt. Ich bin so unfassbar gehypt, Leute. Ich brauche jetzt mal ein Wasser hier jetzt. Oh, die Musik, ey. Die Musik ist auch richtig krass. Das Hauptquartier. Ihr Zuhause fern der Heimat und das Zentrum ihrer Zeit abseits der Front. Wenn sie gerade nicht im Kampf sind, bringen sie hier ihre Karriere voran. Ausrüsten, trainieren. Oh, das, ein paar Leute, das ist das Hauptquartier wahrscheinlich, ne? Wir sind gerüstet, doch sie müssen viel lernen. Jeder Mann und jede Frau hier weiß, dass dies nur der erste Schritt zum Sieg über Deutschland war. Oh, das sind die ganzen Klassen. Wir brauchen sie, um bis zum Rhein Division. Vorzustoßen. Da auf dem Projekt. Sie brauchen eine Division. Jo, ich glaube, ich muss jetzt eine Division auswählen, bevor oder? Sie an die Front gehen, müssen Sie eine Division ja, genau. In den Divisionsfilmen sehen Sie, wie Sie der Sache dienen können. Hey, geil, Mann, dass man so eingeleitet wird in den Multiplayer-Modus, ja übelst nice. Das war ja sonst nie so in den CODs. Oh mein Gott, Mann! Krass, 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 krass. Oh mein Gott. Die Sounds, ne? Die Sounds sind so krass. Also ich denke mal. Willkommen zur Luftlande. Wir sind die trainierteste, fitteste und kampfbereiteste. Es gibt extra so ein Video für jede Klasse, Alter. Absolut topfit sein, mental und emotional gestellt und vor allem mutig. Krass, Alter. Es gibt nichts Gefährlicheres. Wir sind die Ersten im Kampf und das Letzte, was der... Passt jetzt gut auf. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall... Ich bin Captain John P. Andrew. Sniper als erstes nehmen. Soldaten zu den kanadischen Gebietsführern der Elite. Ja, nehmen wir das mal. Möchten Sie sich diese Division anschließen? Ja, aber natürlich. Willkommen bei Call of Duty World War 2. Auf der Registerkarte Soldat können Sie Ihren Charakter anpassen. Rüstung vorbereiten, Ihr Kampfakte einsehen und Ihr Erlebnis personalisieren, mehr erfahren. Ihre Divisionsausrüstung sind entscheidend, um den Kampf zu gewinnen. Alles klar. Punkte-Serie, Blatt schwerer Feuerkraft zu wenden. Alles klar. Öffnen Sie Registerkarte Akte, um auf Ihre Akte und Personalisierungsoptionen zuzugreifen. Okay, das sind wahrscheinlich die Leaderboards und so. Nee, doch nicht. Hier finden Sie Informationen aktuellen Rang, Leistung, Kampf. Das sind die Leaderboards, ja. Ja, geil. Drücken Sie. Es wird. Okay.
Okay, Soldatspiel suchen. Befehle, Sozialeinstellungen, Shop. Was ist das hier? Division, Gebirge, Hauptquartierpunkte, Serien, Akte. Ah, da kann ich... Hier kann ich meine ganzen... Herausforderungen, klar, die Probleme, Gesichter. Hier kann ich mich selber so ein bisschen personalisieren. Emotes gibt's auch. Oh, geil. Okay. Punkte, Serien, lassen wir es erstmal so. Hier, das verstehe ich noch nicht so ganz. Was ist das hier? Division, Gebirge. Okay. Ich bin ein kanadischer Scharfschütze, Alter. So schaut's nämlich aus. Tarnungen. Oh. Oh mein Gott, Mann. Das sieht so geil aus. Ja, hier, wie ich schon gesagt habe, eine Goldtarnung gibt's und hier eine Diamanttarnung. Und dann hier die ganzen anderen Tarnungen. Ich habe jetzt natürlich noch keine freigeschaltet. Lackierung, Prestigeoption, Fadenkreuze. Ey, das sieht so geil aus, ne? Das sieht richtig nice aus hier. Female Optik, ballistische Kalibrierung, Vollmantel. Präzision wird erhöht, hierdurch wieder Schaden erhöht. Schnellfeuer, Schussrate. Okay, für Sniper eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Hoffe ich mal. Mal gucken, wie es sein wird. Und dann, was ist das hier? Achso, okay. Grundausbildung, Spionage. Was ist das hier? Ah, von ihnen getroffene feindliche Punkteserien und Feinde erscheinen auf der Minikarte. Ha, nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Sie erhalten einen Werfer als Sekundärwaffe und können ihn bei ohne Sprengladung ausgeschalteten Gegnern aufstocken. Okay, hier sind verschiedene. Sind das so eine Art Perks? Sind das, ne? Grundausbildung ist so eine Art Perks. Die Sekundärwaffen, Tarnungen. Oh, Sekundärwaffen haben auch. Oh, hier. Oh mein Gott, krass. Man kann ja richtig viel machen hier. Wie es aussieht. Oh mein Gott, wie viel gibt es denn hier? Ja, okay, das ist verrückt. Ich würde sagen, wir müssen mal direkt hier... Ah, das sind die Klassen, ne? Division auswählen. Aha. Ja, ich muss damit erstmal ein bisschen klarkommen hier. Molotov, guck, all die ganzen Punkteserien jetzt hier. Vorräte, Jagdpilot, Gleitbombe, Flammenwerfer, Mörserschlag, Artilleriesperrfeuer, Flakgeschütz, Notfallabwurf, Brandbombenangriff, Fallschirmjäger, Flächenbombardierung, Rumpf, Kanzelschütze, aha. Okay, dann habe ich erstmal die. Ja, ich lasse sie einfach so, wie sie sind erstmal. Akte, Gesichter. Ich kann jetzt mein Gesicht ein bisschen verändern. Ja, hier kannst du verschiedene Gesichter, also wenn du lass das erstmal so, wie sie ist. Spezialhelme, ohne, okay, Visitenkarte, hier kann ich meine Visitenkarte ändern. Habe ich nur... Okay, ja, ich nehme, was nehme ich denn? Das sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Emblem, kann man die Embleme ändern? Ich nehme mal das hier. Ja, hier sind die Herausforderungen, ja, wie man sie schon kennt aus den ganzen anderen Call of Duties. Division, Punktion, Spielmenü, Prestige, Herausforderungen gibt es auch noch. Okay. Emotes. Salut. Sitz. Das kann man wahrscheinlich in den Hauptquartier machen, wo man sich dann im Third-Person-Modus sieht. Da kann man die ganzen Emotes machen. Hey. Okay. Okay, das war's dann hier für mein Soldat. Und das war's auch dann mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert mich und folgt mir auf Twitter, wenn ihr Bock habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, wo auch tatsächlich noch Gameplay kommen wird von mir, wo ich das selber spiele, wenn ich mich ein bisschen eingespielt habe. Und eventuell zeige ich euch noch ein paar andere Sachen, wenn ihr Bock drauf habt. Schreibt es in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Dann bin ich erstmal raus für heute. Haut rein, Leute. Ciao. Der Ting goes grrr.